Ali. Also irgendwie sollten Sie Ihren Führerschein abgeben, wenn Sie es nicht können. Oder Sie sollten nochmal in die Fahrschule gehen. Und damit moin und willkommen zur 108. Ausgabe hier auf diesem Kanal. Und einer macht's vor, zack, und der andere macht's nach. Herzlichen Glückwunsch. Und weil es ja auch so viel bringt, ne, wird die Ampel gleich direkt auch wieder grün. Und wer sowas Bauliche geplant hat, den möchte man direkt mal fragen. Denn selbst ohne Geisterfahrerinnen und Geisterfahrer ist dieser Bereich hier zwischen den beiden Pfosten auf dem Radweg, ich würde sagen, eher schmal. Wir sehen hier 4 Reihen Pflasterstein, das heißt, der Radweg hier ist 1 Meter breit. Mein Lenker hat ungefähr 85 cm Breite und hier muss ich schon, wenn ich alleine unterwegs bin, ordentlich aufpassen, dass ich nicht links oder rechts irgendwo gegenschleuder. Wenn dann einem noch Geisterradlerinnen und Geisterradler entgegenkommen, dann wird es hier erst besonders eng. Dieser Ampelmast hätte hier so nicht aufgestellt werden dürfen. Und ob Telefonieren einhändig als Geisterradler auf dem Gehweg unterwegs sein eine gute Idee ist, wage ich auch zu bezweifeln, würde ich sagen. Also wenn ich grün bekomme, können die Radfahrenden hier vorne nicht auch grün haben. Beides gleichzeitig ist schwierig. Tja, erst kommen hier zwei in die falsche Richtung auf dem Gehweg entgegen. Und dann meint der hier noch, irgendwie alles kreuz und quer zu kreuzen. Herzlichen Glückwunsch. Und mit dem Tempo, unfassbar. Hier haben wir jetzt die Situation, hier halten wir mal ganz kurz an, damit wir es überblicken. Hier haben wir ein Kreuzungs- und Ampeldesign, welches wir in Hamburg relativ häufig sehen. Wir haben hier ein Radweg auf Fahrbahnniveau, auf dem wir unterwegs sind, in dem wir hier stehen. Vor uns ist eine Haltelinie, die leider nicht mehr auf dem Bild ist, und die Ampel hier vorne geradeaus. Ein Stückchen weiter da hinten befindet sich eine Fahrradampel, eine kleinere, und eine Aufstellfläche für die Radfahrenden, die hier von links kommen und links abbiegen wollen, also in unsere Richtung weiterfahren wollen. Die fahren da vorne in diese Haltetasche rein, da ist auch nochmal eine Kontaktschleife eingebaut, das heißt, die Ampel würde das auch bemerken, wenn dort jemand steht, und würde dann auf grün schalten, ansonsten natürlich nicht. Und viele Radfahrenden verstehen dieses Konzept nicht so ganz, sondern bedenken, wenn sie hier, wo wir hier stehen, dass die Ampel da hinten, diese kleine Ampel, für einen gilt. Was natürlich nicht der Fall ist, denn wir sind hier auf der Fahrbahn unterwegs und für uns gilt die Autoampel, die bei uns hier am nächsten an unserer gemeinsamen Haltelinie mit dem für den Kfz-Verkehr liegt. Wäre an dieser großen Ampel noch eine Fahrradampel angebracht, dann würde natürlich diese gelten, weil diese die Ampel für den Kfz-Verkehr überschreibt. Dies haben wir hier aber nicht, daher gilt für uns die Ampel, die unserer Haltelinie her am nächsten ist. Und das ist hier die große. Die kleine dahinter ist wirklich nur für den Linksabbiegeverkehr, der von links kommend über die Ampel fahrend sich dort einordnen, um weiterzufahren. Deshalb wird diese Ampel auch 1 Sekunde oder 2 Sekunden früher grün, damit dort wartende Radfahrende zuerst anfahren können, damit, also bevor dann der Rest, wo wir hier stehen, auch losfahren. Leider werde ich regelmäßig von hinten angepöbelt, wenn ich diese 1 oder 2 Sekunden noch länger warte, bis unsere Ampel grün wird, weil sie denken, ich würde den Verkehr aufhalten. Leider haben die das Konzept nicht ganz verstanden.
Oft ist auch an der kleinen Ampel nochmal ein extra Pfeil angebracht fürs Abbiegen, was hier nicht der Fall war. Ne, hier sehen wir das, es wird schön schon losgefahren, unsere Ampel wird erst jetzt grün. Diese frühere Grünphase ist einfach nur dafür da, dass die, die dort vorne warten, genug Zeit haben, los und anzufahren und weg zu sein, bevor der restliche Verkehr kommt. Zum andauernden Gehwegradeln sag ich jetzt mal lieber gar nichts zu. Und wenn ihr mich und den Kanal noch weiter unterstützen wollt, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Link zu meinem Patreon-Account. Oder ihr könnt mir natürlich auch eine Spezi oder ein Malzbier ausgeben. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Es gibt auch immer wieder Leute, die es schaffen, Pfeile und Piktogramme auf Radwegen nicht vernünftig zu verstehen. Ansonsten kann ich es mir nicht erklären, dass hier auf dem Einrichtungsradweg andauernd Radfahrende einem entgegenkommen. Denn häufig und wiederholend sind dort immer wieder Pfeile aufgemalt. Auch am Anfang wird der Radverkehr ganz klar geleitet. Wie man hier herkommen kann, verstehe ich auch nicht wirklich. Denn auf der anderen Seite ist auch keine Fahrradampel extra angegeben. Weil von da soll kein Radverkehr kommen. Also diese Infrastruktur ist zum einen relativ klar, aber es scheint genug Leute zu geben, die sie weiterhin andauernd ignorieren. Was natürlich nicht so gut gelungen ist, ist die Leitung für den Fußverkehr, denn der soll hier links auf dort laufen, denn das hier ist der Radweg. Das scheinen viele aber noch nicht ganz verstanden zu haben. Vielleicht hätte man hier auch roten Asphalt nehmen sollen, dann wäre es klar gewesen. Auch hier scheint man es wohl mit der roten Ampel nicht so ganz genau zu nehmen. Klar, wenn man eh rechts davon steht, sieht man sie sowieso nicht. Vielleicht hätte man sich nicht auf den Gehweg, sondern auf den Radweg stellen sollen. Dann hätte man die Ampel auch im Blick behalten. Aber wen interessieren schon rote oder grüne Ampeln? Der obligatorische Geisterradler auf dem Gehweg, der darf natürlich auch nicht fehlen. Übrigens auch mit dem E-Scooter hat man sich an die richtige Richtung zu halten. Und auch der Gehweg ist nicht zum Abkürzen da. Hier sind wir jetzt wieder auf der Reeperbahn unterwegs. Rote Ampel, wir halten natürlich an. Aber es gibt immer irgendwie den einen oder anderen, der meint, rote Ampeln sind irgendwie nur eine Empfehlung und man muss nicht drauf achten. Und dann am besten noch einhändig und am Handy spielend. Super Idee. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt.
Und da ist der eine Falschfahrer weg und dann kommt der nächste schon hinterher, der es nicht mal schafft, 4 Fußwegschilder zu erkennen. Wie viele soll man hier noch aufstellen, damit man erkennt, dass man dort nicht fahren soll? Ja, Anzeigen brauchst du es auch nicht, du hättest da gar nicht erst fahren sollen. Ne, die Kreuzung hatten wir gerade erst. Jupp. Wir gucken es nochmal an. Und jetzt schaut mal auf die Vollbremsung. Denn genau in solchen Situationen oder durch solche Situationen entstehen Unfälle. Autofahrende, die beim freien Rechtsabbieger viel zu schnell drauf zufahren, egal ob da ein Zebrastreifen und ein Radüberweg ist, Geisterradlerinnen oder Geisterradler, mit denen nicht gerechnet wird, und am Ende hat man es, dass er oder sie unter dem Fahrzeug liegt. An der gleichen Kreuzung, vor etwas kürzerer Zeit, hatten wir den Fall ja gerade erst, dass eine Schülerin hier aus diesem Gymnasium auch als Geisterradlerin hier unterwegs war und genau an dieser Stelle unter dem Auto landete. Hier nochmal das Video, wo das vorkam. Oben rechts in der Infobox oder in der Videobeschreibung. Hier übrigens einer meiner lieblingsbenutzungspflichtigen Radwege. Also das kann ja eigentlich nur ein Witz sein, wenn man hier sieht, links daneben 4 Fahrstreifen, gut ausgebaut. Und dann haben wir hier einen benutzungspflichtigen Radweg, so als so ein Trümmerhaufen, der andauernd unterbrochen wird von so einer wassergebundenen Decke und Asphalt und was weiß ich und Schlaglöcher, bis der Arzt kommt, zugewachsen. Also unfassbar eigentlich, was man Radfahrenden hier anbietet oder nicht anbietet, sondern sie verpflichtet zu benutzen. Da möchte er dann nur laut schreien eigentlich. Und hier kommt das gleiche Auto wieder. Man sieht hier wunderschön die Aufkleber drauf, ob man mit so einem Fahrzeug, in dem Kinder sitzen, so fahren sollte, bin ich mir nicht so sicher. So rasant auf einen Zebrastreifen zu rasen, dass man gerade eben noch so bremsen kann. Leider konnte ich auf dem gelben Schild die Telefonnummer nicht erkennen. Da steht nämlich drauf, bist du mit meinem Fahrstil nicht zufrieden? Dann ruf doch hier an. Hätte ich die Nummer lesen können, hätte ich auf jeden Fall angerufen. Hier warten wir an einer roten Ampel. Andere scheinen rote Ampeln nun wirklich überhaupt nicht zu interessieren. Vor allem, es ist ja auch so viel Zeitgewinn, was man dadurch hat. Da ist man 5 Kilometer schon weiter. Hier mal wieder der Horrorradweg und Gehweg. Danke für gar nichts. Erinnert ihr euch noch an diese Stelle von eben mit dem benutzungspflichtigen Radweg? Wenn das Gras wächst, wird dieser Radweg nur noch attraktiver, muss man sagen. Wer möchte, kann sich hier schöne Outdoor-Erfahrungen holen, fährt durch das Gras. Es ist wunderbar schön, da fühlt man sich gleich wie mitten in der Natur. Wunderbarer Radweg. Danke für gar nichts, liebe Stadt. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Geisterradler, der Meinung ist, irgendwie, man würde dann selber schon irgendwie ausweichen. Und einem dann irgendwelche unverständlichen Schimpfworte herrufen. Super. Hier fahren wir jetzt auf einen wunderschönen Schutzstreifen zu, der sich so wunderschön verschlenkert und dann mit den Autos zusammengeführt wird. Fantastisch. Und wenn dann noch Leute es gibt, die trotz gucken, einfach fahren. Danke für gar nichts. Als ich noch für euch gefahren habe, habe ich mich sicherlich so nie verhalten. Und ob das das angemessene Tempo war, keine Ahnung.
Und ob das ein Parkplatz ist, na, müsste man vielleicht mal ausdiskutieren. Ich vermute mal, die Straßenverkehrsordnung sagt ganz klar, dass es keiner ist. Hier freut sich jemand sicherlich gerne über den Punkt und die 70 Euro. Hier gibt es den Rotlichtsünder und Geisterradler und fast Unfallverursacher und das alles in einem. Ein Dreierpack. Herzlichen Glückwunsch. Weil wir gerade bei super Infrastruktur eben waren, hier haben wir etwas Neues. Hier wurde sogar eine extra abgetrennte Insel gemacht. Wow! Aber dann natürlich wieder. 1000 Fragen, ich komme nicht drauf. Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Und schon ist man wieder mitten im Geschehen. Man freut sich riesig, es ist angenehm. Super tolle Infrastruktur. Man sieht hier rechts noch die Reste des alten Radweges, wenn man das so nennen mag. Ja, zwischen Baum und diesen Pollern. Radweg konnte man das nie bezeichnen, dieses komische, was das da immer rechts sein sollte. Aber die aktuelle Situation mit dem Mischverkehr ist natürlich eher unglücklich, auch wenn hier ganz klar die durchgezogene Linie vorhanden ist und das Überholen hier generell sowieso nicht gestattet ist, kommt es regelmäßig häufig trotzdem vor, dass vor allem da die Straße komplett gerade ist, sich anbietet zum Schnellfahren, dass die Leute halt ungehalten und ungeduldig werden und dann doch überholen, obwohl sie es eigentlich nicht dürften. Hier wäre mittelfristig ein Komplettumbau, in dem man wieder vernünftige Radinfrastruktur herbeiführt, auf jeden Fall wünschenswert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es hier keine Aufleitung wieder auf den Radweg zurück gibt und wir jetzt auf eine riesige Kreuzung zufahren. Und ich möchte nicht wissen, wie Oma Erna oder Onkel Friedrich sich fühlen, wenn sie als Alltagsradlerin und Alltagsradler jetzt hier auf diese riesige Kreuzung zufahren und auf den Radweg rechts, der jetzt einigermaßen ja wieder gut ausgebaut ist, überhaupt nicht kommen können, weil es gibt keine Aufleitung. Und jetzt stehen wir hier mitten auf einer Kreuzung mit auf unserer Seite 5 Fahrstreifen und sollen hier über diese riesige Kreuzung fahren. Viele trauen sich das nicht. Und auch hier gibt es wieder keine vernünftige Überleitung auf den Radweg hier. Man ist total verwirrt, man weiß gar nicht, was man eigentlich machen soll. Gibt es da rechts eigentlich einen Radweg? Man sieht gar keinen. Ist da einer? Ist da keiner? Jetzt haben wir hier irgendwelche Autos. Ah, okay, hier gibt es doch anscheinend doch irgendwie so einen alten Radweg hier auf der rechten Seite. Ja, keine vernünftige Überleitung, kein gar nichts. Wer sich sowas ausgedacht hat, am Anfang einfach nur blind auf die Fahrbahn zu leiten, ohne sich die nachfolgende Infrastruktur überhaupt anzuschauen, da kann man nur sagen, Versagen, Setzen, 6. Und welche Kampfradler haben den Bügel hier auf der linken Seite so mit ihrem schweren Lastenrad zertrümmert? Also beim Einparken muss man sich da doch ein bisschen mehr Mühe geben. Und wie oft wurde das Geländer hier jetzt eigentlich schon Schrott gefahren von irgendwelchen Autos? Ich weiß das gar nicht so genau. Ich glaube, es war unzählige Male. Hier sind wir jetzt auf einem Radweg auf Fahrbahnniveau unterwegs und was das da jetzt werden soll, indem man jetzt plötzlich auf die linke Seite und dann als Geisterradler dann auf der falschen Seite rumfährt, keine Ahnung. Sollte da jetzt ein Radfahrer oder eine Radfahrerin entgegenkommen, wird das zu einer sehr brenzligen Situation führen. Aber Hauptsache, man ist schon mal auf der linken Seite. Jetzt wechseln wir nochmal auf den Gehweg. Wen interessiert das schon?
um dann hier links in den gemeinsamen Geh- und Radweg abzubiegen, was man auch wunderbar hier von der Straße aus machen kann. Dazu muss man nicht auf den Gehweg fahren. Und hier sehen wir jetzt, wie der Radverkehr auf die Fahrbahn geleitet wird oder beziehungsweise auf den Pop-up-Radweg, der neben der Fahrbahn ist. Und wir sehen hier sogar Fahrradpiktogramme auf dem Radweg mit einem Linkspfeil, einer gut gemachten Überleitung und einem Schild für einen Gehweg, der dahinter weiterführt. Wie blind muss man sein, dass man das nicht erkennt? Ich verstehe es nicht. Breit genug ist es hier auch noch, dass man sagen könnte, okay, das habe ich wahrgenommen. Keine Ahnung. Raff ich nicht. Schild wird nochmal wiederholt. Scheinbar hat man es jetzt doch irgendwann gerafft, dass man da falsch ist. Keine Ahnung. Ich kann es nicht verstehen. Wo bin ich mit meinen Gedanken, dass ich das alles nicht mitbekomme? Aha, Geisterradler, einhändig, am Telefonieren, auf dem Gehweg. Herzlichen Glückwunsch. Alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Unglaublich.